frieren. Lost Zockers. Hier sind wir wieder im Hause Caria. Das letzte Mal war hier Endgegner-Time. Loretta war unser Challenger. Da haben wir gewonnen. Nach ein paar Versuchen, aber ich fand es ging. Und jetzt kommen wir nämlich auch hier weiter, denn sie hat den Weg versperrt zu unserem Ziel. Nämlich, wir sind auf der Suche nach Prinzessin Rani. Und ich habe es ja eigentlich schon gesagt, früher in diesem Spiel, ziemlich am Anfang. Wir sind da nämlich auf die Schneehexe Renna getroffen, wo ich aber halt schon gesagt habe, ja, das ist eigentlich Rani, hab da schon ein bisschen gespoilert. Das ist aber nicht ihr wirklicher Körper. Und deswegen ist man normalerweise überrascht, wenn man dann hier die Schneehexe wieder trifft und sie dann sagt, nee, eigentlich bin ich Rani. So, denn die Nacht der schwarzen Messer, die diente ja halt dem Zweck, Rani von ihrem irdischen Körper zu befreien. Indem mit dem Messer, dem Teil der Rune des Todes drinnen steckten, ein halbes Mal auf den Körper einer Toten und das andere auf den Körper einer anderen toten Person oder Empyreans, Halbgötter drauf zu wemsen. Dadurch wurde Ranis Körper getötet, aber ihre Seele nicht. Umgekehrt Godwins Seele wurde getötet, aber nicht der Frostnebel. Aber der Körper nicht. Genau. Und seitdem gibt es ja diese Death Roots und die, die im Tode leben. Jetzt gibt es da irgendwo so einen Geheimgang. Und da vorne ist ein Drache. Gegen den habe ich aber wirklich überhaupt 0, gar keinen Bock zu kämpfen. Weiß auch gar nicht, ob wir jetzt wirklich in diesem Spiel gegen den kämpfen wollen. Der kommt auch später. Also den kompletten Kampf kann man hier, glaube ich, nicht machen. Der verschwindet dann, so viel ich weiß. Auch so ein Rani-Beschützer. Jetzt hat er uns gesehen. Adula. Ey, das ist halt geil. Du hast so Homing-Geschosse, du Penner. Hörst du auf? Was willst du denn da jetzt machen?
gut Schaden. Jetzt machen wir aber, reißen wir aber das Maul nicht allzu weit auf. Schalt mich ab. Was hat der gemacht? So, jetzt ist er nämlich abgehauen. Komplett. Ich glaube, in dieser Gegend trifft man dann nicht mehr auf den. Der ist jetzt... Boy, wir sind ganz schöne Drachenkiller. Wir haben ja auch gegen, wie hieß er, Lansax gekämpft. Der ist dann auch irgendwann verschwunden. So, jetzt will ich aber nur noch mal gucken, da gibt es so einen geheimen Zugang. Der soll uns lore-technisch jetzt noch nicht interessieren im Augenblick. Aber ich möchte doch schon mal wissen, wo der ist. Da ist Seranis Turm. Da gehen wir auch gleich rein. Muss auch zugeben, diesen Zugang, den ich gerade suche. Da ist er. Ja, der ist versperrt. Wir hatten das ja schon mal in der Nähe hier, wo ein Zugang war. Aber wie gesagt, da gehen wir noch nicht rein. Da setzen wir uns nur eine... Da müssen wir uns eigentlich gar keine Markierung draufsetzen. Das finden wir auch so. Das jetzt durch den Kampf mit dem Drachen haben wir das geöffnet. Normalerweise keine Chance. Es ist jetzt nicht... spielentscheidend, was da drunter ist, aber storytechnisch doch schon ziemlich geil. Aber da sind wir jetzt gerade nicht. Das kommt aber noch. Hier, wo man noch ein Item bekommt. Nee, das ist da unten. So, jetzt aber weiter storymäßig zur Mörderin von Godwin, dem Goldenen. Oder die, die auf jeden Fall den Auftrag gegeben haben soll, laut unserem Buddy Roger. Das ist auch gut. Ich glaube, Rani ist so einer der beliebtesten Charaktere in Elden Ring. Aber die wenigsten haben das so mitbekommen, dass das gar nicht ihr Körper ist, sondern dass sie mal ganz anders ausgesehen hat. Nämlich mit Red Hair. Denn der Daddy ist Radagon, der bekannteste Rothaarige in den Zwischenlanden. Da ist sie. Schaut. Kurz mal für den Thumb. Coolio. Hallo, Schwester. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Ihr seid Rani und steckt hinter der Nacht der schwarzen Messer. Das kann man halt auch nur sagen, wenn man die Quest von Roger so weit fortgeschritten hat, dass er sagen kann, was hier abgeht. Ich hatte das noch nicht. I see. Quite the sleuth, aren't we? Indeed,
I am the witch, Rani. I stole a fragment of the Rune of Death and used it to forge the godslaying Black Knives through fearsome rite. I did it all. But sadly for thee, the curse mark thou seekest is not to be found here. I have slain the body I was born into and cast it away. And it is upon that flesh the curse mark is carved. Ja, blöd, ne? And why should I reveal that to thee? I performed the act not to bury the past, nor in shame of the deed. But all the same, thy begging compels me not a jot. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. Okay, das hatte ich wirklich noch nie. Normalerweise hatte ich es halt immer gehabt, ich habe Blight ja zu tun gehabt. Beziehungsweise kann man mit ihm zu tun bekommen, man kann ihn aber auch erst hier treffen. Also da war sie ganz anders drauf. Aber jetzt findet sie mich, glaube ich, gar nicht so cool wie sonst immer. Ob ich jetzt die... Hat man damit ihre Quest zerstört? Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Dass sie jetzt sagt, hey, komm, lass mich in Ruhe. Ich werde mal, das hilft manchmal, dass man hier nochmal dann quasi resettet. Gehen wir nochmal zu ihr hin. Wenn das nicht klappt, würde ich vorschlagen, dass wir zu Roger gehen und ihm sagen, dass wir sie gefunden haben. Curse mark thou seekest is not here. Okay, alles klar. Ja, behalt's für dich. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Roger. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Always good to see you safe. So, what do you need? Rani hat ihr Fluchmal, ja, genau. I see. When Rani shed her flesh, she shed the curse mark too. You know, not everyone would trust such a tale. But if she in her current form is nothing more than the living doll you profess, then perhaps it's true after all. Forgive the bluntness of the notion, but how would you like to become one of Rani's vassals? Ah, only in order to get what we want, of course. The location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest. And the best way to find out is for you to enter her service and take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. Can you become Rani's vassal to advance our agenda? While in her service, you'll be able to take a poke around on the sly and determine the location of her original body that bears the curse mark. I realize that I'm asking you to put yourself in grave danger, but I know you've got what it takes. Quite possibly the only one, in fact. Alles klar. Also, verarschen wir jetzt die Gute, oder was? Aus. Ja, cool. Das finde ich natürlich super. So bekommt man doch ein bisschen mehr durch die Geschichte heraus, wenn man diesen Quests dann folgt. Ich würde wirklich vielleicht empfehlen, wenn ihr Elden Ring das erste Mal spielt, spielt es einfach blind. Spielt einfach. Das Problem ist, dass selbst wenn ihr sagt, ich gucke mir davor Lore-Videos an oder sonst irgendwas,
Ihr habt keine Ahnung, wie diese Welt zusammengebaut ist. Ihr hört dann Namen und dann habt ihr sie wenigstens schon mal gehört, dass wenn ihr euch diese Lore-Videos anschaut, ihr einfach ein bisschen mehr Überblick habt, denn das ist wirklich krasser Stoff, der hier erzählt wird. Und dann beim nächsten Mal, und ich sag euch, ihr könnt das immer und immer wieder spielen. Egal, ob das New Game Plus ist, was einige machen. Ich bin kein, New Game Plus Freund. Ich fange dann lieber nochmal von vorne an, mit einfach nix, als an dem New Game Plus mit dem ganzen Shit zu starten. Klar ist es dann schwerer, aber irgendwie, ich verliere dann die Lust. So, jetzt bringen wir die Story voran. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. Hä? Ah, okay, jetzt haben wir. Eben habe ich gedacht, das hat nichts gebracht. Oh, is that so? Thou wouldst render me aid. Is that thy proposal? Affording thyself opportunity to grope about for the curse mark's location, no doubt. Very well. There's nothing wrong with a well-laid scheme. What's more, if my past and past wounds beckon to thee, I am curious enough to see what thy destiny portends. I'll allow it. Enter my service, and good hunting to thee. Ja, die weiß schon, was wir vorhaben. Also. Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah. And there wilt thou find E.G., my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly. But they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with the three okay. Who await thee below. Die hat eine super coole Stimme. Und dann, super krass, ich erwähne ja hier öfter den Elden Ring Lore-YouTuber Spell. Der hatte ein Video gemacht und da hat er Szenen von Rani eingebaut. Und da hat sie Deutsch gesprochen und ich dachte, der hätte eine Freundin von ihm, wäre als Synchronsprecherin oder sonst irgendwas und die hat das gesprochen und er meinte, nee, der Storytrailer gibt's auch in Deutsch. Also schaut euch den Storytrailer mal in Deutsch an. Die deutsche Synchronsprecher, also es gibt in dem Spiel keine deutschen Sprecher. Aber wenn, ist diese deutsche Rani-Stimme einfach nur der Killer. Schaut euch das mal an und schreibt mir, wie ihr das findet. Und wenn alles so in dem... Ich finde die englische Sprache hier cool, weil dieses alte Englisch da sprechen, das mag ich schon gern. Aber wenn jetzt alle so auf diesem Level von Rani aus dem Trailer gewesen wären, hätte ich auch nicht zwingend was gegen deutsche Sprachausgabe gehabt. Da ist Ichi. Das frage ich mich halt auch, wie können die denn immer so auftauchen? Es ist logisch, das ist jetzt ein Geist. Ichi hockt da unten. Macht das Rani? Können die das selbst? Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iji, the Karian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate.
I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me. My fellow, let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all that together. Alles klar. Nokron, das ist halt auch. Das ist mega. Da ist Blight. Genau, der ist nämlich hier als Geist, aber eigentlich ist er auf der Suche nach einem Artefakt in der, ja, kann man so sagen, untergegangenen Stadt Nokron. Long time, friend. Blight, if you've forgotten, glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? Genau, in Nokron gibt es nämlich ein Artefakt, das Rani unbedingt braucht. Das gehört halt einfach zum Plan, sich vom höheren Willen zu befreien. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside okay, in ja. Another tower. Ja, ja, da gibt's einen anderen Turm. Da komme ich vorbei. Ich glaube, wie man schon am Tonfall warum ist hier eine unsichtbare Wand? Haben wir da noch nicht alles gemacht? Muss ich nochmal zur Rani hoch? Warum ist da eine unsichtbare Wand? Mama, ich mache hier gerade nochmal ein Resty. Das hilft manchmal. Wie gesagt, das hilft auch manchmal, Gespräche weiterzubringen. Hatten wir, glaube ich, auch bei Millicent. Nämlich, als wir hier zum Beispiel die Prothese gegeben haben, dann muss man erst nochmal rasten und dann wird das Ganze fortgeführt. Okay. Die Dame quasselt jetzt nichts mehr. Die hat uns alles gesagt. So. Und wir versuchen jetzt zu dem anderen Turm von Celavis zu kommen. Wie gesagt, in seinem Tonfall, seiner Art, haben wir schon gehört, der ist nicht so ganz trotzdem so eindimensional, wie er euch jetzt vielleicht vorkommt, ist der nicht. Und das hat einen bestimmten Grund, der zum Beispiel auch mit Ranis Gestalt zu tun hat. Ne? Also, Roger hat ja gesagt, das ist halt nicht ihr Körper. Und das kann ich halt schon sagen, das ist der Körper ihrer früheren Lehrerin, Renner, der Schneehexe. Was mit der passiert ist, erfährt man, glaube ich, nicht. Die Klamotte findet man aber.
Denn hier gibt's drei Türme. Das ist Rannis Turm, da vorne am Eingang, als wir vor dieser verschlossenen Tür standen. Das ist, glaube ich, Renners Turm. Und da unten in dem, da hängt das Silovis rum. Und wie gesagt, Rani ist ihren Körper losgeworden, auf dem eben das Fluchmal ist, das wir so dringend für Roger brauchen. Ich muss da nochmal schauen, weil ich will da noch was anderes triggern, nämlich. Ich bin gerade nicht mehr so sicher, wie man da hinkommt. Doch, das ist es. Das ist es. Alles klar. Dann auf zu Celovis. Und das, weil ich halt sage, das sind so Sachen, die sind nicht so einfach, wie man es manchmal denkt. Und es gibt nicht nur Leute mit einem Task, sondern manche sind da verknüpft noch mit anderen Charakteren, was halt natürlich super cool ist. Schwarze Wolfsmaske, die gibt's nur hier oben. Dann sehen wir aus wie unser Buddy Blythe. Eine Maske gefertigt nach dem Kopf eines schwarzen Wolfes. Das Relikt eines Assassinen, der sich als treuer Schatten von Rani, der Hexe, ausgab. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und jetzt, was heißt das? Rani hat ein Fragment aus der Rune des Todes genommen, hat dann diese schwarzen Messer schmieden lassen, mit denen ihr Fleisch und das von Godwin massakriert wurde. Geschmiedet hat es wahrscheinlich Ichi. Warum hat ein Assassine Blythes, also eine Maske, damit er wie Blythe aussieht? Die Assassinen haben mit diesen schwarzen Messern Godwin gekillt. Im Auftrag vom Rani wahrscheinlich. Aber warum das? Das ist, wer hat da eine Theorie? Was haben die damit? Oh, Silovis Tower. Da ist er nicht. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Alter, Nefeli, ne, die kennen wir ja. Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Der will, dass ich Nefeli den Trank gebe. Also, ob ich das möchte? Könnte man vielleicht mal mit ihrem Ziehvater drüber quatschen, was der davon hält. Der
Geschäftetafelrunde. Gideon Ofnir. Ein Speicherstein. Mega. Das ist schon cool. Da kann man einen weiteren Zauber dann mit sich rumtragen. Alles klar. So, jetzt wollte ich noch etwas weiteres triggern hier. Da geht's nämlich noch weiter. Da vorne war's. Und dann, was sagt die Uhr? Ja, da ist ja noch ein bisschen was auf dem Tacho. Müssen wir zu dem Aufzug in... heißt Limgrave. Sind wir da nicht schon mal runtergefahren mit? Kurz. Das ist der Weg, wo wir runter müssen. Vor dem Kampf mit Loretta dachte ich, ich hätte schon den richtigen Weg. Da, genau. Das alter Reißzahn, ja, das hat sich ja gelohnt. Nee, aber klar, da vorne geht's noch runter. Aber ich wollte mal gucken, weil meistens ist ja dann irgendwo auf dem Dach noch was. Okay, leider runter. So, und jetzt guckt euch das mal an. Das ist schon mal wichtig, diese Haltung. Hier sind wir etwas, ja, das letzte Mal irgendwann unten rumgelaufen hier. Da, guck mal, da ist einer auf dem Boden. Und die haben alle diese Haltung hier. Ganz wichtig. Oh, you. Sorry, your worship. I apologize for any offense given. I am Pidia, servant to the Carrion royal family. I am charged with maintaining these ghastly dolls. Ah, your worship, allow me to be of use. Other than the puppets, there are some very fine things up here in this storeroom. Why not pick something out before you go? But please, can you offer poor ill-starred Pidia a little something by way of compensation? Was können wir von dir kaufen? Top. Oh, was ist das? Eisknochenpfeil. Okay, das Zeug kaufen wir mal. Abgenutzte Karte. Kaufen wir. Das ist so eine Albinaurik-Waffe. Ist ja klar, der Typ ist Albinaurik. Larventränen nehmen wir mit. Müllstau. Ah ja. Und das jetzt auch gleich mal mit.
Ah, a fine day to your worship. Please, choose whatever you like. Ja, das Pidia, den wollte ich triggern. Ein Albinaurik. Sehr seltsamer Kerl und da werden wir auch noch was über ihn rausfinden. Okay, hier, aber sonst ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, auf nach Limgrave. Obwohl, hier könnte man auch noch oben lang gehen, um nach Zeug zu suchen. Ah. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, weil wir sind da drin. Ein andermal, sag ich da nur. So, Ah, genau, bei ihr schauen wir mal noch vorbei. Sie wird nämlich jetzt wichtig. Hier, die Tom Riddle des Elden Ring-Universums. Zauberin Zelen, aber ganz am Anfang haben wir die irgendwann gefunden. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? You wish to continue the lesson? Very well. Okay. Ich dachte, da würde jetzt auch was weitergehen. Okay, dann halt zu einem anderen Zeitpunkt. Okay, das hier ist, glaube ich, der Aufzug. Ist doch, glaube ich, auch noch ein Händler, oder? Der nur nachts da ist. Ist das so? Die Altmenschen wüten, weil ihre Mutter entführt wurde. Ah, okay, das ist... Wo seid ihr, Fürst Kenneth? Mit dem hatten wir ja auch schon... tun mit dem Kenneth. Oh, das sind aber echt viele jetzt. Aber Vorsicht, das sind Runenbären irgendwo, ne? Da muss man ganz vorsichtig sein. Hoch.
Dann suchen wir nach Nockhorn. Es gibt da so untergegangene Zivilisationen, also die sind jetzt nicht von selbst untergegangen. Da hat natürlich auch der höhere Wille was mit zu tun, der die irgendwie unter die Erde verbannen konnte. Und ich glaube, das sind drei Städte. Nockhorn, Noxtella und die andere ist, glaube ich, namentlich nicht genannt. Aber da werden wir auch noch mal ein paar interessante Bezüge dazu finden. Genau, und hier ist der Aufzug. Aber warum wurden dann diese Aufzüge errichtet, wenn man so lange... Wenn die verbannt wurden, warum gibt es dann immer nur einen Aufzug, dass du dahin kommst? Es gibt immer Fragen, die man da hat. Überraschenderweise hat vieles einen Sinn, wenn man dann irgendwann mal dahinter kommt oder sie einen dahinter kommen lassen. Aber natürlich muss man auch nicht alles gut finden, ja, nur weil ich jetzt für mich Elden Ring ein ganz, ganz großes Ding ist, heißt es nicht, dass es Entscheidungen darin gibt, die ich jetzt weniger gut finde. Es gibt noch einen Moment, da werden wir auch noch hinkommen, logischerweise, wo ich euch sagen werde, da hätte, das ist ein, fast schon ein Mindfuck, aber es hätte ein viel größerer Mindfuck werden können. So, und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier im Verlauf des Ganzen schon mal da unten waren. Nee, Premiere. Wirklich eine... Ah ja, da ist die Palastallee von... auch im Untergrund, ne? Seht ihr das? Also wenn ich jetzt umschalte, das ist die Oberwelt, drücke ich dann den rechten Thumbstick rein, das ist der Untergrund. Und ihr seht, das hier Palastallee, das ist in diesem Blutland. Also so assi weit weg ist das jetzt auch nicht. Aber genau, in diesem Let's Play waren wir noch nicht in Nockhorn. Beziehungsweise auf der Suche danach, ne? Da sieht man's. Alte Zivilisation. Ich kann schon mal vorwegnehmen, diese Nockhorn-Leute, die sind... Die haben was zu tun mit den Numen. Sind es die Numen? Oder sind die Numen nur aus denen entstanden? Da habe ich jetzt auch noch nicht so den Durchblick. Aber das sind auch Teile zum Spekulieren. Es wird nicht alles verraten. Liegt, wie gesagt, nicht an mir, sondern eben an der Geschichte, an der Erzählweise. Wir haben bereits gegen Nox gekämpft. In der Zaubererstadt Zelia. Und unter dieser Stadt Zelia ist nämlich auch ein... Ist nämlich die... Die Stadt Noxtella, genau. Und in Zelia gab es ja auch diesen riesigen Thron. Das hat halt auch was damit zu tun. Also auch ein... War wahrscheinlich Noxtella auch ein Teil der Stadt Zelia. Es ist so schwierig, es kann halt... Auf jeden Fall die Nockhorn... Die haben ein Artefakt, was der höhere Wille auch nicht
gut findet. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass sie das haben, aber das ist schon ein mächtiges Stück. Auf jeden Fall, das sind die Leute, die, glaube ich, ja, hinter den Albinaurix stecken. Die Nox, das sind so Lebenmenschen hier, die nicht. Aber wie gesagt, die Nox, denn die haben mit diesen... Oh shit. Silbertränen rumexperimentiert und wollten damit ihren eigenen Herrscher erschaffen. Bei denen muss man jetzt wirklich aufpassen. Denn wie gesagt, die haben eine irre Standfestigkeit und hämmern auch gut zu. Oh, jetzt sind wir gleich tot. Das ist scheiße. Also, jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Rani ist also ein Empyrean, also ein Halbgott und hat das Potenzial, einmal die Nachfolgerin zu werden von Marika. Darauf hat sie aber keinen Bock. Die hat keine Lust auf den höheren Willen, die glaubt an einen anderen Käse. Jetzt hat er höhere Wille, aber wirklich mächtig viel zu melden, überall seine Augen und Ohren. Und sie möchte sich vom Einfluss des höheren Willen lösen. Dazu kam sie auf die coole Idee, ihren Körper zu zerstören und ihre Seele halt weiterleben zu lassen. Kann sich dann halt, wie man hier gesehen hat, auch einen neuen Körper ja kreieren lassen. Shit. Seht ihr es, da darf man keinen unterschätzen. Genau, körperlos werden. Dadurch hätte dann schon mal sie quasi ihren Tod vorgetäuscht, obwohl sie gar nicht tot ist. Ist jetzt so meine Interpretation. Und... Aber, ja genau, aber, der Punkt ist auch noch, und wir kennen ja alle die zwei Finger. Und haben wir das gesehen auf dem Heiligen Turm, als wir ach komm, der hat das Ding schon zurückgezogen. Als wir Godrics Rune aktiviert haben, waren ja tote zwei Finger da oben gelegen. Also diese Empyreans oder große Runenträger zumindest mal, die haben alle irgendwo diese zwei Finger, die so als, ich würde sagen, Anstandswauwau dienen. Um zu gucken, dass die keinen
Bullshit. Wer schießt denn diese? Ich hab doch. Oh, da kriegen wir ganz schön eingedampft hier. Genau, diese zwei Finger, die anschauen zwar over aus. Kann ich auch schon vorwegnehmen. Rani hat auch sowas. Und jetzt muss sie sich denen entledigen. Die sind aber anscheinend nicht so einfach klein zu kriegen. Diese Finger. Weil sie halt auch irgendwie göttlich sind. Und das kannst du halt nicht so einfach töten, ne? Sonst hätte sie... Wäre der Akt mit ihrem Körper und Godwin töten, wäre dann halt auch nicht so kompliziert gewesen. Na, da braucht man immer ein paar Spezialgimmicks. Shit. Und weg, das sind nämlich echt viel. Also dieser Raureif-Stamper, da bin ich schon echt Fan davon. Sowas gar nicht benutzt damals. Lohnt sich also doch immer mal wieder was auszuprobieren. Sieht es von der Zeit her aus, ja. War es eigentlich schon wieder für heute. Goldene Rune. Gelevelt haben wir schon lange nicht mehr. Da runtergegangen. Und weil ich es kann. Da gibt es eine Brücke. Ich würde sagen, ich glaube, da vorne ist es der nächste Side of Grace. Ja, seht ihr, das ist natürlich bewahrende Boli. Oh, die sind wichtig. Die helfen gegen Scharlachfäule. Der größte Ratz, den es hier gibt. Da, guck. Shit. Oh, das ist geil. Das ist mir doch schon mal aufgefallen, oder?
Boah, ey, ich hasse die nämlich so sehr. Das ändert alles. Wir haben halt vorhin ein bisschen was eingekauft. Deshalb. Krabbeneier. Absolut mystisch. Da ist diese Riesenwelt da oben und dann fährst du mit dem Aufzug runter und dann denkst du, Alter, da unten ist auch noch was. Das kann doch nicht wahr sein. Also so ging es mir auf jeden Fall. Und du hast dann in diesen ersten Stunden, ich meine, wir sind jetzt schon bei über 50 Stunden, einfach das Gefühl, dieses Spiel kann niemals enden. So, da ist es. Side of Grace. Und da oben, ganz da oben, das ist der Palast, das, was da leuchtet, dieser Blutdynastie. Also auch die wurden vorsorglich schon mal unter die Erde verbannt. Und da oben drin waren wir noch nicht, aber ganz in der Nähe, da unten irgendwo. Also alles, was der höhere Wille nicht wollte, das hat er darunter verbannt. Tschüss. Weggeblitzt. Sehr gut. Gnade berühren. Gnade berührt. Auftanken. Und dann war's das. Wir versuchen uns das nächste Mal in, ich glaube, das nächste Mal ist Folge 53, in der unterirdischen Stadt Nokron mit Blight zu treffen. Der sucht nämlich nach einem wichtigen Artefakt für Rani. Dem wollen wir uns anschließen, denn wir suchen die andere Hälfte des Fluchmals. Ganz wichtig. Seid das nächste Mal dabei. Haut rein. Ciao.